Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf den Besucherrängen. Mit dem Antrag der Fraktion Die Linke, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, haben wir hier heute jetzt keinen neuen Antrag, vielleicht in dieser Legislaturperiode, aber ansonsten ist der Antrag ja schon bekannt. Aber grundsätzlich war es ja immer gute Praxis bei uns hier in Deutschland, dass die Lohnfindung Aufgabe der Tarifpartner ist, beziehungsweise der Parteien, die auch im Arbeitsvertrag drinstehen. Und das hat sich in der Vergangenheit auch wirklich bewährt, wie auch unsere wirtschaftliche Situation darstellt. Und daran sollten wir auch festhalten. Mit dem Mindestlohngesetz hat der Gesetzgeber und haben wir in der letzten Legislaturperiode erstmals eine Ausnahme von diesem Grundsatz gemacht. Und es sollte auch bei diesem Grundsatz bleiben, denn die Intention damals war, dass wir gesagt haben, einmal setzen wir den Mindestlohn fest auf eine Untergrenze von 8,50 Euro. Und dann sollte aber ausdrücklich, und so war eben auch die Vereinbarung, der Gesetzgeber nicht mehr tätig werden, um eine Politisierung des Mindestlohns zu verhindern. Und die Anpassung sollte eben auch weiterhin, es sollte bei der Mindestkommission liegen. Warum? Weil diese auch gerade paritätisch zwischen den Tarifpartnern besetzt ist. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist auch richtig so von der Verankerung her. Bei der Lohnanpassung, die alle zwei Jahre stattfindet, hat die Mindestlohnkommission genaue Maßstäbe anzulegen, hat vollumfänglich zu berücksichtigen, wie die gesamte Situation ist und alle Einflüsse auf die Lohnfindung zu berücksichtigen, wie es eben unter anderem mit der gesamtwirtschaftlichen Situation unseres Landes aussieht. Und die Mindestlohnkommission ist ja im Jahre 2016 auch schon tätig geworden, wie Sie sagen, zu niedrig mit 8,84 Euro. Und sie wird im kommenden Sommer auch wieder turnusmäßig sich mit der Höhe des Mindestlohnes beschäftigen. Was Sie mit Ihrem Antrag wollen, ist eigentlich, die Grundregeln des Mindestlohngesetzes außer Kraft zu setzen, dass nämlich nicht mehr die Lohnfindung bei den Tarifpartnern liegen soll, sondern dass Sie quasi eine Planwirtschaft einführen wollen. Und das lehnen wir natürlich strikt ab. Und das sollten Sie aus der Geschichte heraus unseres Landes auch wissen. Wenn man sich das Mindestlohngesetz anschaut und man vielleicht Änderungen vornehmen will, dann sollte man eher den Weg wählen, dass man sagt, wir wollen es rechtssicherer und unbürokratischer machen. Ich nenne hier zum Beispiel auch das Stichwort Generalunternehmerhaftung, ist jetzt noch nicht angefallen in der heutigen Debatte, aber es ist schon nicht so einfach für einen Unternehmer in der nächsten Stufe eben auch selber nachzuweisen, dass er Sorgfalt ausgeübt hat und dass ihm nichts vorzuwerfen ist. Dokumentationspflichten sind auch angesprochen worden. Natürlich brauchen wir eine Dokumentation der Löhne und der Arbeitszeiten, um einfach erstmal Fehlverhalten und Fehlhandlungen auch feststellen zu können, um sie anschließend noch ahnden zu können. Allerdings muss man dann schon die Frage stellen, an welcher Stelle fangen wir mit den Dokumentationen an? Wenn wir hingehen und sagen, bei einer Lohnhöhe von 2.958 Euro, das heißt also mehr als das Doppelte des Mindestlohnes, müssen noch Dokumentationen erfolgen, dann halte ich diesen Betrag für zu hoch. Und der sollte in meinen Augen gesenkt werden, weil die eigentliche Kerngrenze, wo es, sage ich mal, prekär werden kann, liegt durchaus weitaus niedriger. Aber trotzdem müssen die Arbeitgeber hier entsprechende Dokumentationen vornehmen, was meiner Auffassung aus außer Verhältnis steht. Ein weiterer Punkt in meinen Augen ist hier auch, wie man mit Verstößen umgeht, mit Sanktionen. Natürlich muss ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz sanktioniert werden. Das steht komplett außer Frage. Das brauchen wir alleine schon wegen der Wettbewerbsfreiheit. Aber hinzugehen und einen Ausschluss von öffentlichen Vergabeverfahren vorzunehmen bei einer Bußgeldhöhe von 2.500 Euro, bei einer maximalen Bußgeldhöhe von 500.000 Euro, also 0,5% der maximalen Bußgeldhöhe, halte ich ehrlich gesagt für unverhältnismäßig. Und das wären Punkte, denen man sich annehmen sollte und nicht die Anträge, die Sie stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Wilfried Oellers. Nächste Rednerin, Kerstin.